Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.de. Warum brennt es manchmal zwischen den Schulterblättern und was kann man selbst dagegen tun? Genau das werde ich euch in diesem Video verraten. In der Regel wird dieses Brennen zwischen den Schulterblättern durch eine verkürzte Brustmuskulatur und eine zugleich permanent gedehnte, permanent auseinandergezogene Rückenmuskulatur ausgelöst. Denn in unserem Alltag machen wir eigentlich alles, was wir tun, alle Aktivitäten mit unseren Armen, unseren Händen vor dem Körper. Das führt dazu, dass wir unsere Brustmuskulatur hierfür anspannen müssen, die diese Bewegungen ausführt. Wir haben unsere Arme hier vorne, unsere Schultern leicht innen rotiert und in einer leichten Protraktion, das heißt hier so leicht nach vorne geschoben. Dadurch verkürzen sich auf Dauer die Brustmuskeln, der Pectoralis Major und der Pectoralis Minor, und führen eben zu so einer rundschultrigen Position. Das bedeutet natürlich, dass sich unsere Schulterblätter nach außen rotieren, etwas nach außen bewegen und die Muskulatur zwischen den Schulterblättern permanent auf Spannung bringen. Und das kann dann eben zu Problemen hinten am Rücken führen, die sich dann zum Beispiel im sowas wie Brennen zwischen den Schulterblättern äußern. So, was kann man jetzt dagegen tun? Ganz wichtig, wir müssen Täter und Opfer bearbeiten, denn nur die Opfer schreien, unser Rücken schreit, die Brustmuskulatur der Täter macht hier eigentlich fast nie Probleme. Das bedeutet, wir müssen die Brust öffnen, das schaffen wir mit einer Selbstmassage vom Pectoralis Major und Minor. Diese Muskeln und wie ihr diese massiert, das könnt ihr auf meiner Website nachlesen in der Triggerpunktkategorie. Und wenn ihr diese Muskeln dann geöffnet habt, massiert habt, gelockert habt, kümmert ihr euch am besten auch noch um die beleidigte Muskulatur zwischen euren Schulterblättern und auf den Schulterblättern, die das Brennen verursacht. Und wie das geht, zeige ich hier in meinem Video Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Da habe ich das ganz detailliert beschrieben, wie man diese Muskeln massiert. Gut. Damit habe ich euch jetzt den Ursache und Auslöser für diese Schmerzen oder dieses Brennen zwischen den Schulterblättern gezeigt. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Aufklärung gebracht hat, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann bitte Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und vielleicht sehen wir uns ja bald in einem meiner anderen Clips. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und vor allem wenig Brennen zwischen den Schulterblättern und geschmeidige und lockere Schultern. Ciao!